Ja, hallo, liebe Genossinnen und Genossen. Also vorgestern das große Desaster für die Linke in Berlin. Das zweite in Folge, dass das Forum Demokratischer Sozialismus, dass Leute wie Dietmar Bartsch, Klaus Lederer und die ganzen sogenannten Reformer zu verantworten haben. Jetzt wollen sie sogar in Strahl, der Kreisverband Stralsund hat sogar einen Ausschlussantrag gegen die ehemalige Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Und das ist sozusagen der Todestanz des rechten Parteiflügels, das wir derzeit erleben. Und sie wollen auch möglichst viel Schaden anrichten nach ihrem grandiosen Scheitern in Berlin. Man muss sich vorstellen, in Berlin, Berlin war mal die rote Stadt, auch für die Linke war das die rote Stadt. Ja. Das war das erste Westgebiet, wo man über die 5%-Hürde kam, das war, Berlin war eigentlich immer sehr wichtig. Und dann kam diese Koalition mit der SPD und seitdem ist eigentlich da nur noch der Niedergang zu beobachten. Von Wahl zu Wahl werden die Reformlinken, die Regierungslinken abgestraft. Und anstatt Selbstkritik zu üben, wollen sie ihre Gegner, ihre parteiinternen Gegner jetzt ausschalten. Und ja, das ist natürlich etwas ganz anderes als Stalinismus, weil Stalinismus finden sie ganz, ganz schlimm. Aber Parteisäuberungen sind schon okay, vor allem gegen Linke. Wir beobachten und auch ein, was. Ich habe am Sonntag das erste Mal wieder seit Monaten Fernsehen geguckt und irgendwie scheint der Verfall, der geistige Verfall des deutschen Journalismus voranzuschreiten, von der Politik gar nicht zu sprechen. Oder fangen wir doch lieber gleich bei der Politik an, die Öko-Pute von den Grünen, die da Oberbürgermeisterin in Berlin werden wollte, die ich weiß nicht, ich habe immer das Bedürfnis, wenn ich den Fernseher sehe, dass ich Körner hinschmeiße oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall, die hat dann gesagt irgendwie was von die Grünen wären eine linke Partei und die Piraten sind auch eine linke Partei. Ja klar, die Piraten haben den Einmarsch der NATO in Tripolis begrüßt. Die Piraten sind überhaupt keine linke Partei. Die Piraten sind nur ein liberales Restesammelbecken. Was sicherlich auch angesichts des reinen Neoliberalismus der FDP auch sicherlich hier seine Berechtigung hat, dass sich da eine Partei um die Bürgerrechte kümmert. Auch eine Aufgabe für die Linke, gegen den Überwachungsstaat zu kämpfen. Man muss sich nur mal vorstellen, also Erich Mielke hätte von den Überwachungsmöglichkeiten der heutigen Regierung, der heutigen Bundesregierung geträumt, feucht geträumt. Also wir stehen jetzt, wenn heute eine Überwachungsmöglichkeit wie heute existiert, existierte noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und wir müssen da Lösungen finden, dass die Konzerne und die Banken nicht Zugriff und die Regierungen und die Staaten nicht Zugriff haben auf die Daten der Bürger. Es geht natürlich auch darum, Leute wie mich zum Schweigen zu bringen. Naja, aber das wird nicht gehen. Das haben schon ganz andere probiert. Mit ganz anderen Methoden. Das funktioniert nicht. Also, wir haben jetzt schon am Wahlabend hat versucht, das hat Harald Wolff versucht, in den Medien darzustellen, als ob da der versuchte Mauerbau von Fidel Castro an seinem Geburtstag oder die Wiedereinführung des Stalinismus durch La Fontaine oder was weiß ich oder der versuchte zweite Holocaust durch die Gaza Friedensflotte. Das geistige Niveau und die Aggressivität und die Bösartigkeit der Vorwürfe kennt bei diesen Leuten keine Grenzen. Man kann sie eigentlich schon gar nicht mehr ernst nehmen. Und Oskar Lafontaine
Lieber Oskar, bitte, wir brauchen dich. Wir müssen diese Irren aufhalten, sonst wird die Linke bald Geschichte sein. Die sind bereit, für Ministerposten die gesamte Partei zu opfern. Und sobald sie was von Staatsräson hören, werfen sie sich willig auf den Rücken. Und mit solchen Leuten ist eigentlich kein Sozialismus zu machen und schon gar kein demokratischer, wie man sieht an ihrem Verhalten in Mecklenburg-Vorpommern. Und solchen Leuten muss Einhalt geboten werden, sonst ist diese historische Chance, die Linke darstellt, bald nicht mehr. Wir können uns nicht leisten, diese Chance auch noch weiter zu überspielen. Die Zögerer und Zauderer und Angepassten und Opportunisten, ihnen muss der Verbleib in der Linken unmöglich gemacht werden. So, jetzt habe ich meinen Ärger, meinen Frust über dieses völlige Fehlen von jeglicher Selbstkritik bei FDS und anderen sogenannten reformorientierten Minderheiten der Partei, die, ja, wie üblich, das Fett schwimmt oben, doch recht einflussreich sind und quasi als Embedded Journalists der bürgerlichen Medien in den letzten 1,5 Jahren gearbeitet haben gegen die Partei und dieses extreme parteischädigende Verhalten sollte eigentlich nicht unbeantwortet bleiben. Und schon gar nicht geht das jetzt, dass sie die Verantwortung für die Niederlagen, die sie tragen, auf den linken Parteiflügel abwälzen wollen, als ob die Kommunismusdebatte dran schuld wäre, dass die Linke in Berlin Sozialabbau, Privatisierungen und Gentrifizierung mitgetragen hat. Dieses wankelmütige Verhalten der Linken gegenüber der Initiative, der Basisinitiativen dagegen, gegen die Berliner Wasserprivatisierung. Also es ist wirklich eine unerträgliche Sache, mit welcher Unverfrorenheit diese Leute, das von ihnen angerichtete Desaster, jetzt auch noch den anderen in die Schuhe schieben wollen. Das ist in höchstem Maße unsolidarisch und asozial. Und so, in diesem Geiste, wird die Linke auch immer weniger attraktiv. Diese Leute sollten sich lieber fragen, warum im Osten kaum junge Leute zur Linken kommen. Diese Leute sollen sich fragen, warum sie keine neuen Mitglieder rekrutieren können. Sie sollen beantworten, warum sie jetzt zwei massive Niederlagen in Folge verursacht haben und nicht über die Kommunismusrede von Gesine Lötsch oder sonst irgendjemanden herziehen. Es ist ja die offene Aufgabe von linken Positionen durch Leute wie Dietmar Bartsch, durch Katja Kipping und anderen. So. Und es ist ganz einfach. Wir vom linken Flügel, wir schaffen das schon irgendwie. Selbst wenn ihr die ganze Partei säubert, wir bleiben in diesem Land, wir kämpfen weiter und ihr werdet vergessen sein. Das ist also ich weiß nicht, wer bitte die PDS zurückhaben will und eine ostdeutsche Regionalpartei haben will, wo er seinen Arsch besonders günstig ans Kapital verkaufen kann, um Minister zu sein. Der soll das bitte machen, aber außerhalb der Partei, der kann zur SPD und Grünen gehen. Und so, die sind immer für Kriegstreiber und Zionisten und lauter so ein Scheiß offen. Ja. Also, die sollen doch bitte dahin gehen. Ja. Okay. Kommen wir nun zu etwas wirklich Wichtigem. Gestern wurden in Libyen, die haben die Ratten
wie die Rebellen vom libyschen Volk genannt werden, eine verheerende Niederlage erlitten, also eigentlich zwei, bei Misrata, westlich von Misrata, und bei Bani Walid. Und das, irgendwie, ich weiß nicht, was die sich noch erhoffen. Diese Angriffe werden immer verzweifelter, immer sinnloser. Währenddessen gehören Brega, Ras Lanuf, Saba und etliche andere Städte sind fest in grüner Hand, und überall, wo die versuchen reinzukommen, werden sie zurückgeschlagen. Das libysche Volk will dieses NATO-Diktat nicht. Das libysche Volk leistet Widerstand. Das libysche Volk bekommt Unterstützung aus der gesamten Welt. Der irakische Widerstand hat Truppen geschickt, um Gaddafi zu helfen. Die Leute aus Niger haben, die Tuareg, aus Mali, ja, überall kommen die Kämpfer, um gegen die NATO zu kämpfen, für ein freies Afrika, für freien arabischen Boden. Und die NATO hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die NATO hat entweder einen Hitlergleichen Genozid, also wirklich mit der Ausrottung von der Hälfte der Bevölkerung. Damit könnte sie einen Sieg erringen. Oder sie muss schauen, dass sie da irgendwie schnell möglich rauskommt, denn diesen Krieg werden sie am Boden nicht gewinnen. Dazu bräuchten sie Hunderttausende von Besatzungssoldaten. Und selbst dann, wie man im Irak sieht, ist der Sieg nicht gewiss, denn die libysche Armee ist besser ausgerüstet und verfügt jetzt über das Know-how der Tuareg-Wüstenkrieger und des irakischen Widerstands im Stadt-Guerilla-Krieg. Was wollt ihr jetzt machen, liebe NATO? Und ihr Zögerer, ihr, die schon lang keinen Sieg mehr gegen den Imperialismus zutraut, ihr, die euch unterwerft in der Linken, ja? Ihr, die ihr zu feige seid, aus Angst mit deinem Diktator, mit deinem Schmuddelkind gesehen zu werden, was er gar keiner ist, ja? Diese Diktatoren sind alle tausendmal demokratischer und humanitärer als die westlichen Massenmörderregime von USA, BRD, Frankreich, Großbritannien und wie diese neuen Faschisten sich sonst noch nennen. Was ist in Libyen? Warum Libyen? Libyen ist ein Volk, das waren die ersten. Das erste Volk, das seine Waffen erhoben hat gegen den europäischen Faschismus der Achsenmächte, war das libysche Volk. Da war noch überhaupt nichts von Resistance und sonst irgendwas. Da haben die Libyer schon Mussolini bekämpft in Libyen, die Besatzung, die Kolonialismus. Es gab riesige KZs. Die Italiener haben von 1912 bis 1943 die Hälfte der Bevölkerung ausgerottet. Das ist Libyen und diese Geschichte, und die Libyer können kämpfen, und ihr könnt euch auf was gefasst machen, ihr Kriegstreiber. Ihr könnt euch auf was gefasst machen. Ihr werdet euch nicht nur wie im Irak eine blutige Nase holen, sondern dieser Widerstand wird eure gesamte Fresse einbetonieren. So, ihr seht schon, heute bin ich etwas, es musste einfach raus, es wird jetzt endlich Zeit. Die internationalen Gegensätze spitzen sich zu, die sozialen Gegensätze spitzen sich zu, wenn wir jetzt nicht handeln bald. Wenn wir nicht bald bereit sind, Widerstand zu leisten und uns zu solidarisieren mit denen, die vom Imperialismus angegriffen werden, dann haben wir es nicht verdient, uns links zu nennen oder Kommunisten oder sonst irgendetwas. Jetzt ist die Zeit, die NATO wollte die Dschamahiriya von der Erde tilgen, aber die Welt wird jetzt zur Dschamahiriya und wird die NATO von der Erde tilgen. Und entweder die westlichen Linken werden jetzt ein Teil davon, oder sie sollen für immer auf dem Müllhaufen der Geschichte zugrunde gehen.